Ja, wer bin ich? Ich bin Barbara Seidel. Ich bin jetzt 18 Jahre alt und studiere im zweiten Semester Informatik an der Leibniz-Universität Hannover. Und ich habe mich für Informatik entschieden, weil ich gerne etwas Mathematisches studieren wollte, weil ich Mathe sehr spannend finde. Aber ich wollte nicht nur Mathe machen, sondern ich wollte auch noch andere Möglichkeiten haben, noch mehr Wissen und anderes Wissen zu bekommen. Und Computer fand ich schon immer spannend auch und habe auch selber viel gespielt am Computer und wollte auch ein bisschen programmieren lernen und dann war Informatik einfach die beste Möglichkeit. Ja, über die Struktur des Studiengangs kann ich jetzt konkret natürlich nur was zum ersten und zweiten Semester sagen. Ihr macht sehr viel Mathe im ersten und zweiten Semester und lernt zwei Sprachen, also zwei Programmiersprachen. Und bekommt so den Grundbegriff eines Rechners erklärt. Was gehört da eigentlich dazu? Wie funktioniert das? Wie ist das aufgebaut? Dann bekommt ihr in den höheren Semestern Informatikvertiefungen. Bei normaler Informatik ist das sehr viel Theorie auch, also theoretische Informatik, Informationstheorie, Algorithmen und so weiter. Bei technischer Informatik bekommt ihr mehr Elektronik auch noch mit dazu, also Schaltungstechnik und Transistoren und sowas. Typisch für den Studiengang ist, dass man sehr viel macht. Das heißt, man lernt nicht nur auswendig, sondern man muss Sachen verstehen und dann muss man sie anwenden können. Zum Beispiel in Mathe, wo man auch nicht einfach nur stumpf irgendwelche Formeln auswendig lernt, sondern wo man dann praktisch rechnen muss und Beweise führen muss und auf Ergebnisse kommen muss. Oder bei Programmieren, wo man dann eigene Programme schreiben muss. Man muss natürlich verstehen, wie die Syntax und die Semantik der Programmiersprache funktioniert. Aber dann muss man halt selber machen und das gefällt mir auch sehr gut. Außerdem sollte man auch gut strukturiert und abstrakt denken können. Das heißt, man sollte nicht immer nur konkrete Einzelfälle verstehen, sondern man sollte Konzepte ganz gut erfassen können und halt auch abstraktere Konzepte sich zumindest bemühen zu verstehen. Außerdem arbeitet man natürlich sehr viel am Computer, was jetzt aber, glaube ich, bei Informatik niemanden wirklich überrascht. Besonders gut gefällt mir an dem Studiengang, dass man halt so wenig auswendig lernen muss, sondern dass es halt wirklich verstehen und dann anwenden ist. Ich bin ein Mensch, der extrem ungern auswendig lernt und das musste ich bis jetzt halt eigentlich noch gar nicht, sondern man muss halt Sachen anwenden und Sachen machen und das gefällt mir sehr gut. Und außerdem gefällt es mir auch sehr gut, dass man, je mehr Fächer man hat, die greifen alle so ein kleines bisschen ineinander. Das heißt, je mehr Fächer man hört, desto mehr versteht man von dem großen Gesamtkonzept Computer in Anführungszeichen oder Netzwerk. Also je länger man studiert, desto einen größeren Gesamtüberblick bekommt man über das, was man da studiert. Und das finde ich extrem cool. Ja, zuletzt noch, was man beachten sollte. Macht auf jeden Fall den Mathe-Vorkurs mit. Der findet eine Woche oder zwei, glaube ich, vor Beginn des ersten Semesters statt und er ist Voraussetzung sozusagen für die Matheveranstaltung des ersten Semesters. Keine offizielle, aber die Professoren beziehen sich teilweise sehr direkt auf Inhalte aus diesem Vorkurs. Und selbst wenn ihr totaler Mathe-Profi seid und das nicht nötig habt, man lernt dort auch sehr viele neue Leute kennen. Also schon quasi bevor das Semester überhaupt richtig startet, habt ihr dann schon mal erste Freunde kennengelernt, was ja vielleicht auch nicht so verkehrt ist. Außerdem ist noch zu beachten, dass es einen Grund gibt, dass die Regelstudienzeit zwar 6 Semester sind, die Durchschnittsstudienzeit aber 8 Semester sind. Die Semester sind sehr voll und das ist für einige vielleicht einfach ein bisschen viel. Macht euch da nicht kaputt. Studiert im Zweifelsfall lieber länger, als dass ihr dann versucht, alles auf einmal hinzukriegen und dann vielleicht auch sehr schlecht abschneidet. Das wäre extrem schade. Ansonsten habt einfach Spaß am Studiengang, dann kriegt ihr das auch hin, weil in Informatik ist es in der Regel so, wenn es euch interessiert, was ihr da macht, dann habt ihr auch Spaß dran und dann kriegt man das irgendwie hin, dann läuft das irgendwie schon.